Mahlzeit, herzlich willkommen beim Retro Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind im Movie Park Germany, aber wie ihr seht, nicht vorne am Eingang, auch wenn es da gleich quasi hingeht, sondern noch Backstage. Und heute nehmen wir euch mal in einem etwas anderen Video mit. Es geht heute nämlich ums Entertainment. Da hat der Movie Park Germany dieses Jahr nämlich richtig viel Geld investiert und allgemein ein Thema, was wir noch gar nicht so krass behandelt haben, hier und da mal so ein bisschen angeschnitten, aber wir begleiten das Show-Ensemble mehr oder weniger. Wir zeigen euch, was gibt es für Shows, wie läuft das Ganze ab und so weiter und so fort. Und deswegen sind wir auch vor Parköffnung schon hier, weil das Ganze natürlich morgens schon losgeht. Und sehr komplex wird, wir haben eine sehr tolle Interviewpartnerin dabei, die euch ganz viele spannende Sachen erzählen wird, die ihr ganz oft schon hier auf dem Kanal gesehen habt, aber nicht unbedingt so wie dieser Schwenk. Guten Morgen. Okay, das war nicht geplant, das ist geil. Also so sieht die normal aus, ihr kennt sie aber anders. Jetzt filmen wir komplett, ne? Witzig. So. Das auch eigentlich. Ich versuche auch immer, also morgens schon mal in der Umkleide das alles zu machen, aber manchmal schaffe ich das nicht. Heute bekommt ihr einen wirklich spannenden Einblick hinter die Kulissen des Movie Park Germany. Vorneweg schon gesagt, lebt das Entertainment von jedem einzelnen Teammitglied und alle sind gleich wichtig. Exemplarisch haben wir heute Annie begleitet, die nicht nur Darstellerin im Park ist, sondern auch Teamleader Entertainment. Wie man das wird, was alles dazu gehört und so weiter und so fort, gibt es hier im Video auch noch im Interview mit Annie. Erst einmal wollen wir euch aber mit durch einen Tag Entertainment im Movie Park Germany nehmen. Wie ihr schon gehört habt, ist es jetzt nicht Standard, sich im Büro fertig zu machen. Aber das Ruhrgebiet schafft auch große Staus sonntags morgens auf der Autobahn. Deswegen kann der Park aber nicht später öffnen. Und so wird auch mal zwischen Dienstplan und Budgetplanung aus Annie Marilyn Monroe. Denn Hollywood in Germany startet mit der Begrüßung der Gäste durch eine komplette Filmcrew. Regisseur, Kamera oder Maske, alle sind sie dabei und heißen die Gäste willkommen. Die Filmklappe und ein Maskottchen des Parks Sam darf natürlich auch nicht fehlen. Neben der Begrüßung und vor allem Fotos mit den Gästen machen, gehört zum Opening noch der eigene Moviepark-Song. Road to Hollywood ist eine IMAscore und Movie Park Germany Produktion und wurde tatsächlich von den Movie Park Mitarbeitern selbst eingesungen. Okay. Ja, sind leider unsere Requisiten kaputt gegangen. Jetzt müssen wir schnell noch die Requisiten für den Act zu Ende basteln. Und dann geht's weiter. Das schiebst du jetzt heute noch dazwischen? Ja. Wow. Also die anderen aus dem Team helfen uns da. Okay. Alles klar. Genau. Alles klar. Jetzt war es an der Zeit, die Rollen zu switchen und sich vorzubereiten für den nächsten Act. Es ging auf die Straße. Insgesamt gibt es 5 verschiedene Street Acts, die variieren. Das macht die Experience in einem Filmstudio nicht nur authentischer, sondern auch lebendiger. Herzlich willkommen, liebe Gäste, hier bei uns am Filmset der Movie Park Studios. Seien Sie nun live dabei beim Dreh unseres Werbespots. Läuft die Kamera? Haben wir Licht?
Sind alle am Set? Für die Moviepark Studios. Gott, wer hat denn die Pizza bestellt? Ich hab doch Hunger. Raus. Du, it's your time to shine. Wir starten erneut nach dem Klingeln. Und bitte. Oops, sorry. Falsches Studio. Cut. Wo ist denn der Paketbote? Sie haben keinen Text. Auf Position. Nochmal. Klar für die dritte und Action. Für die Saison 2023 wurde die komplette Stuntshow im Moviepark neu gebaut. Heißt, nicht nur neue Story, sondern ein komplett neues Set. Darüber sprechen wir an anderer Stelle zur entsprechenden Zeit. Aber Operation Red Carpet wird, wenn es die Anzahl der Darsteller im Park zulässt, auch mit einer kleinen Opening-Show des Entertainment-Ensembles erweitert. Kennen Sie schon unser Season Pass? Welchen? Achso, wir haben Gold, wir haben Silber, alle. Genau. Wir haben alle. Ja. Aber das Beste war einfach, wo die genau in der Mitte standen. Im Moviepark irgendwie so. Was? Ein Igel. Geil. Und? Oh, was war das? Ein Igel. Wir sind auch sehr naturverbunden. Und Sie werden sehen, dass niemand zurückgeht. Oder einer jetzt hier alle mit. Ja, los.
Partner. Check, dass ihr nicht mitrennt. Das wäre witzig. Direkt nach dem Auftritt geht es auch schon wieder zurück in die zentral im Park gelegene Garderobe, um sich wieder umzuziehen und sich für die Plaza-Show warm zu machen. Dort wird eine Mischung aus Step-Up und Riff-Off gezeigt. Und nicht außer Acht zu lassen, hier wird live gesungen. Bei so viel Programm gibt es auch hier und da Überschneidungen bzw. zu kurze Zeitfenster, um immer mit allen alles zu bespielen. Womit auch klar sein dürfte, dass wir nicht alles an einem Tag abgedreht haben und wie es zum Beispiel funktioniert, dass Anni einmal mit auf der Plaza-Bühne steht und einmal zur Qualitätskontrolle davor. Letzteres ergab sich übrigens daraus, dass dieses Jahr nicht nur Christian Fahler zusammen mit den Showgirls of Magic wieder im Sommer den Christian Fahler Dome bespielte, sondern dabei dieses Mal auch vom Moviepark-Team in den Shows unterstützt wurde. By the way, Christian Fahler ist ein ausgezeichneter Illusionist, zweifacher Merlin Award-Gewinner und trat auch bereits in Las Vegas auf. Wer das im Sommer verpasst hat, kann sich schon auf eine ganz neue Show im Winter freuen. Was wir im Winter nicht sehen werden, ist die Jetski-Show am Santa Monica Pier. Das renommierte Folco-Team aus Italien, die auch für Kino- und TV-Produktionen die Stunts performen, driften nicht nur mit Autos im Moviepark, sondern soaken auch mit Jetskis die Gäste. Sam als Walking-Character habt ihr ja bereits kennengelernt. Im Nickland könnt ihr aber auch auf die Paw Patrol, SpongeBob, Patrick und Co. treffen. Und zweimal am Tag gibt es die Nick-Show, die sogar zum Mitmachen einlädt. Bereits wenn der Float vorgefahren kommt, gibt es strahlende Kinderaugen. Und mal unter uns, da bekommt man auch als Erwachsener gute Laune.
Highlight und eigentlich auch ein Muss für jeden Themenpark ist eine Parade. Und bei Hollywood on Parade kommen alle zusammen. Können wir alle kurz innehalten und verstehen, wie krass das ist, die ganze Parade nicht zu laufen, sondern durchzutanzen? Was auch immer schön ist, zum einen als Geste, aber auch für die Gäste als Abwechslung, ist, dass bei Events im Park diese bzw. deren Teilnehmer mit in die Parade integriert werden. Einfach toll! Nach der Parade ist aber auch vor der nächsten Show. Die einen machen sich fertig für die Magic Show und für die anderen geht es mit dem Crewtransport zur Garderobe. Und nach dem Kostümwechsel ist es Zeit für ABBA und die Mamma Mia Show auf dem Santa Monica Pier. Was ist passiert? Ja, also einer unserer Techniker war nicht so schlau und hat die Mikrofone schon angemacht. 7, 8, 9, 10! So viel waren wir noch nie am Pier. Kickball Change! Oh shit, was hast du? Und jetzt bricht die Bühne so ein. Du kannst nicht. Nein, nein, wir gehen heute nicht. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe 10 Minuten. Wo gehst du? Was machst du? Ja. Hat er kein Tape mit? Ah, ja, habe ich vergessen. Boah, sag mal. Entschuldigung. Ganz kurz. Kannst du uns einen riesen Gefallen tun? Wir brauchen einmal Mikrotape, dass du einmal mit einfach nur zurückfährst Mikrotape holen. Das ist ein Notfall! Das ist ein Notfall! Okay, komm. Okay, Philipp, steig ein. Ja, komm. Let's go! Dann einfach das ganze Ding mit! Sorry, mein Fehler! Aufstellung! 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 Ich bin ganz hinten. Ich dann anscheinend, ne? Oh Gott! Mama Mia! Dann die Reihe. Wer macht die Reihe? Wir beide und wer noch? Zwei Männer? Ja, also, bei mir kann ja jemand einen Ratschlag machen. Nee, du musst ja, tausch mal. Ja. Die gehen links und rechts hin und du kannst die ansprechen. Ey, eigentlich kann ich mit Jonas Ratschlag machen. Ja. Ne? Ich habe ein Höschen an, aber ich nur kann, so eins. Ich kann auch einen Ratschlag machen. Ja, geil! Ja. Wer kann den Ratschlag halten? Kannst du Ratschlag halten? Ja. Geil! Komm, wir machen mal schnell. Mit dir? Ja. Ja. Aber ich, nee, ich muss von rechts kommen. Ach, von der Seite, okay. Ja! Ja. Aber das Beste war dann, dein Anfang. Ja. Anni, Anni, ja. Ja, aber dann schlagen wir uns ja. Boah, da sind die schon wieder. Wie schnell waren die denn? Okay, warte. Achtung. Danke. Boah, aber dann, ja, ich weiß aber nicht, ob wir uns treffen. Soll ich dich kleben? Dann machen wir nach außen. Ja, eben, aber mit den Beinen. Da müsst ihr ein Stück nach vorne. Ja, okay. Ihr geht ein Stück nach vorne. Dann kriegen wir hin. Okay, dann machen wir die Reihe so. Aber dann lass bitte, du stehst da und ich stehe hier. Ne? Wir gehen ein Stück nach vorne, ihr ja. bleibt hinten. Ja. Ja, ja. Und dann mache ich ein Rad nach rechts und du nach links. Okay. Ja. Und ich spiele irgendwie vorne. Aber dann bleiben wir so stehen jetzt, ne? Weil das macht ja gar ja, keinen Sinn. Ja, dann gehen wir so in die Reihe. Okay. Nee, 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 nach hinten! Ach so, Entschuldigung! Komm her! So.
Okay. Ah, da muss ich. Schon wieder vergessen, wo ich stehe. Eine Minute noch. Wir sind jetzt hier im Standby und warten darauf, dass die Show startet. Wir nennen es auch die Ruhe vor dem Sturm. Alle konzentriert. Ah. Wie versprochen, gibt es jetzt noch mehr extrem spannenden Input im Interview. Ich bin die Anni. Wir sind hier im Moviepark, wo ich seit 2018 arbeite. Und seit letztem Jahr bin ich hier Teamleader Entertainment. Ich habe 2018 ganz normal als Künstlerin hier begonnen. Und dann kam irgendwann die Corona-Pandemie. Dann habe ich kurz in der Wäscherei gearbeitet, war in der Working Crew, bin dann beim Marketing gelandet und dann haben die lieben Menschen hier gesagt, möchtest du nicht Teamleader Entertainment werden? Und dann habe ich gesagt, ja. Was? Alles, was mit Entertainment zu tun hat. Von den Charakteren angefangen,
bis hin Betreuung der Stuntleute, alles, was irgendwie für den Gast spaßig und showmäßig ist. Okay. Mein Tagesablauf ist nie gleich. Also, ich starte meistens im Büro, gehe dann selber teilweise mit raus und spiele auch selber. Das klappt nicht immer an allen Tagen, weil natürlich alles drumherum von Tagesplänen schreiben bis hin zu Entertainment 1-Dienste, wie wir das hier nennen, muss ja alles bespielt werden. Und ohne mein Team würde ich das so oder so nicht schaffen. Und die Herausforderung, wenn man selber spielt, ist natürlich, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Das ist tatsächlich nicht immer möglich. Dann hat man so richtige Büroaufgaben, irgendwelche Online-Meetings, Zoom-Meetings, sein ist Treffen mit der Schneiderei für unsere neuen Kostüme. Also da ist die ganze Bandbreite dabei. Also unser Job, also ich bin gelernte Musical-Darstellerin, ist ein Job mit Verfallsdatum. Und ich bin jetzt 31 Jahre alt, das bleibe ich auch für immer. Und ich weiß, da ich auch knietechnisch leider Probleme habe, dass ich nicht mein Leben lang auf der Bühne stehen kann. Und wenn man einen Beruf erlernt, so wie wir Künstler, den Job der Musical-Darstellerin, Schauspieler, Sänger, haben wir diesen Job gewählt, weil unser Herz das wollte und wir Künstler eh immer mit dem Herzen denken und nicht mit dem Kopf. Und ich glaube, wenn ich nur im Büro wäre, würde ich durchdrehen. Ja. Ich brauche das richtig, um meine Akkus aufzuladen. Ich merke das auch, wenn ich mit meinen Leuten im Park unterwegs bin. Und selbst wenn ich nicht alle Shows machen kann, sondern sei es nur die Parade, nur in Anführungszeichen, dann komme ich immer voll guter Laune wieder ins Büro zurück. Und solange mir das möglich ist, werde ich auch nicht aufhören, selber zu spielen. Mhm. Am Anfang habe ich gedacht, ich kann mehr spielen selber und performen. Das ist tatsächlich schwierig, gerade durch unser großes Weihnachtsprojekt, was auch bei heißen Temperaturen im August schon vorbereitet werden muss. Also als Freiberufler hast du ja keine geregelten Arbeitszeiten. Mhm. Ich bin natürlich jetzt hier festangestellt im Moviepark und arbeite nicht mehr als Freiberufler. Theoretisch könnte ich die Leute jeden Tag einsetzen, ohne dass mir irgendjemand sagt, Anni, pass mal auf, das geht nicht. Wir haben jetzt aber gerade in der Hochsaison darauf geachtet, gerade wenn es sehr warm ist, dass die Leute 2 Tage in der Woche frei haben. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Manchmal hat es auch nicht geklappt, wenn einer krank war, dann ist jemand eingesprungen, der hatte dann vielleicht nur 1 Tag in der Woche frei. Aber wir haben ja auch alle ein Privatleben. Und egal wie sehr wir unseren Job lieben, wir Freiberufler sind alle Arbeitstiere und wir haben da eine ganz schwierige Work-Life-Balance. Und wenn ich das schon nicht so gut hinkriege, dann wenigstens meine Leute. Also da haben wir wirklich drauf geachtet, weil wir auch alle noch andere Jobs haben. Auch hier im Park haben wir ganz viele Leute, die noch in Theatern spielen. Ich spiele selber auch noch woanders und habe andere Engagements und Aufträge. Genau. Also, ich nehme jetzt nur den Job als Musical-Darsteller, unabhängig jetzt von einem Freizeitpark, weil Freizeitparkarbeit ist noch mal ein bisschen spezieller. Wenn man den Beruf eines Künstlers wählt, sei es Tanz, Gesang, Schauspiel, alles auf einmal, denkt immer daran, dass ihr euch verletzen könnt. Das habe ich selber total unterschätzt. Ich habe mit 18 meine Ausbildung gemacht, bin nach London gezogen, habe da 3 Jahre meine Ausbildung gemacht und hatte dann einen ganz schweren Autounfall, wo ich mir das Knie kaputt gehauen habe. Und dann kommst du in dein Heimatland zurück und möchtest arbeiten, wirst dann erstmal am Knie operiert und weißt nicht so richtig, wohin mit dir. Dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht als Bewegungspädagogin, um was Seriöses zu haben. Seid immer davor gewappnet, dass ihr nicht für immer diesen Job ausüben könnt. Egal, ob ihr euch verletzt oder nicht, das kann immer passieren. Und die Dozenten in der Ausbildung sagen einem das auch. Aber man denkt dann, ja, ja, ist klar, als ob ich mich jetzt hier verletze mit 18. Und dann passiert es dir und dann stehst du da. Also ich würde allen raten, einen Plan B in der Tasche zu haben, wo man sich auch für interessiert. Viele sagen ja, lern erst was Anständiges und mach dann die Ausbildung oder Studium als Musical-Darsteller zum Beispiel. Würde ich nicht empfehlen, bin ich ganz ehrlich, weil du wirst halt älter. Und ich merke das, oder uns Künstlern sind 2, 3 Jahre in der Corona-Zeit geklaut worden, in denen wir alle älter geworden sind. Und das unterschätzen ganz viele. Ja, ihr durftet nur nicht arbeiten. Ja, aber wir sind älter geworden, dementsprechend fallen einige Rollen weg. Und was ganz, ganz wichtig ist, da habe ich Gott sei Dank Eltern, die sehr dahinterher waren und mich gepusht haben, ihr müsst für eure Rente vorsorgen. Also wenn, als ich den Beruf angefangen habe, mein erstes Engagement hatte ich mit 21, da denke ich nicht daran. Aber das ist ganz wichtig, weil wir Freiberufler, wir versichern uns selber, wir zahlen selber in die Rentenkasse ein, wir müssen selber vorsorgen. Und die Zeiten, wo
die Kunst extrem hochgehoben wird und bejubelt wird, das ist einfach vorbei. Das haben wir in Corona ganz stark gemerkt mit dem schlimmen Wort, wir sind nicht systemrelevant. Und das ist leider so. Also das kann ich jedem ans Herz legen. Reißt euch den Hintern auf, weil Talent alleine reicht nicht. Man muss offen für vielleicht auch Jobs sein, die man hätte sich nie vorstellen können. Ich habe persönlich auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal in einem Freizeitpark lande. Aber jeder findet so seine Nische und es ist ganz wichtig, nicht aufzugeben. Man muss immer an sich selber glauben. Und auch wenn man Durststrecken hat, hatte ich auch Castings, die nicht geklappt haben, natürlich. Aber irgendwie sagt das Universum dann, das ist schon richtig so und irgendwie öffnet sich dann eine andere Tür. Ich habe auch nie gedacht, auch als ich hier angefangen habe vor 5 Jahren, dass ich irgendwann mal hier ein Büro habe, dass ich entertainmentmäßig koordiniere, nie im Leben. Und das macht mir super viel Spaß. Aber man muss auch offen für Aufgaben sein, die nicht auf der Bühne stattfinden. Du bist das Paradebeispiel dafür, dass du einfach, wo keine Auftritte mehr sind, sagst du, ja, dann gehe ich in die Wäscherei, ich muss dann arbeiten. Ja. Und daraus kommt aber so eine Stelle jetzt. Das finde ich so geil. Ja. Das ist so eine Märchenstory. Ja, das stimmt. Ne, das stimmt wirklich. Ja. Und da muss ich auch sagen, ich habe auch in Corona-Zeiten dann im Impfzentrum gearbeitet, weil ich kann einfach nicht zu Hause sitzen und nichts machen. Ich habe ein Buch geschrieben über was ganz anderes, einfach weil ich was da Bock drauf hatte. Nenn es doch mal. Ich habe ein Buch über die französische Bulldogge geschrieben. Ich habe selber 2 Bulldoggen. Das heißt, zu dumm zum Welpenkauf, weil ich mir die vielen dummen Menschen einfach nicht mehr reinziehen kann, die so unbedarft diese kranke Rasse kaufen. Man muss sich da einfach Gedanken zu machen. Und ja, irgendwann hieß es dann, ne, wir dürfen den Moviepark wieder öffnen, ein paar Monate später. Nach der Wäschereisaison war das schon. Ja, und da war das Wetter gut und dann habe ich hier angerufen und habe gefragt, ja, kann ich bitte in die Working Crew, also die Working Crew holt den Park aus dem Winterschlaf. Ich habe 4 Wochen hier gekärchert mit meinen pinken Gummistiefeln bei Bombenwetter. Ich hatte mega Spaß und daraufhin hat Marketing mich dann angesprochen, ob ich bei denen arbeiten möchte. Da habe ich auch gedacht, hä, soll ich denn jetzt hier, ne? Ja, und das ist sowas, ich glaube, Fleiß und positiv sein ist das Allerwichtigste, egal in welchen Lebenslagen. Und hätte mir vor 2 Jahren jemand gesagt, dass ich plötzlich ein eigenes kleines Büro habe und die Parade wieder zum Leben erwecke und total viele coole Leute habe, die zu meinem Team gehören, mit denen wir hier richtig geile Sachen rocken, hätte ich mit meinen pinken Gummistiefeln gesagt, mit meinem Kärcher in der Hand, glaube ich nicht. Ja, und auch wenn ich das Freunden erzähle, die dann fragen, was machst du denn den ganzen Tag? Ja, ist halt total crazy eigentlich. Vom Büro, manchmal nehme ich auch meinen Laptop Backstage mit und sitze dann da vor der Show, muss noch irgendwas machen. Und da musst du aber auf Kommando gut drauf sein, lachen, nett zu den Gästen sein. Ja, es ist schon, ja, manchmal auch nicht ganz so einfach tatsächlich. Aber dafür geben die Gäste, gerade bei so einem Wetter, einem so viel zurück, wenn man dann in der Parade die kleinen Kinder da stehen sieht, die dann der Paw Patrol zuwinken. Ja, Mensch, wem geht da nicht das Herz auf? Wer denkt sich denn welche Show aus und konzipiert die? Also, mir wurde dieses Jahr komplett freihand gelassen, was auch ja, eine riesengroße Ehre ist und auch keine Selbstverständlichkeit. Und mir war es wichtig, dass wir als Team Sachen gemeinsam entwickeln. Also zum Beispiel Mamma Mia, das wollte ich unbedingt haben, weil ich aber einfach liebe. Und dann habe ich mir die Lieder ausgesucht, choreografiert, habe ich das zum größten Teil auch mit ein bisschen Hilfe. Die Step-Up- und Riff-Off-Show, die ist von Dimfi choreografiert worden und von Katrin, also von 2 ganz lieben Kollegen von mir. Musikalische Einarbeitung ist dann von Marit und Vincent gemacht worden. Also wir haben alle unsere Handschrift irgendwo damit drin, weil ich eine große Vielfältigkeit bieten wollte. Weil wenn wir einen Choreografen haben oder einer, der alle Shows entwickelt, man hat ja auch seine eigene Handschrift, man sieht auch genau die Schritte, die ich choreografiert habe, dann weiß man genau, das hat Anni gemacht. Oder das ist eher so ein Dimfi-Move, ne? Das sieht man einfach und ich wollte halt, genau wie unsere Gäste im Park, alles kunterbunt haben. Genau. Und mein großer Wunsch dieses Jahr war es, unser erstes eigenes Maskottchen zu haben, unseren Sam, unsere Filmklappe. Da habe ich mich riesig gefreut, dass das funktioniert hat. Dann haben wir ja unseren Mitarbeitersong, wo die Geschäftsführung auch mitgesungen hat. Und das waren so Ideen, die sind mir im Laufe des Winters gekommen. Da habe ich dann gesagt, nee, das möchte ich gerne haben. Natürlich habe ich dann in Zusammenarbeit mit dem Mitarbeitersong mit Imascott zusammengearbeitet.
Ich habe denen einfach ein paar Brocken gesagt, die ich gerne da reingebaut haben möchte. Und den haben wir Mitarbeiter ja auch alle zusammen eingesprochen und eingesungen. Und bei mir ploppen immer so Ideen auf und dann versuche ich die immer so ein bisschen zu verteilen. Aber lass natürlich auch den Kollegen frei Hand. Also wenn die eine super gute Idee haben, genau wie jetzt für eine Halloween-Show, da bin ich froh, dass ich da nichts machen muss, außer Darsteller sein. Genau, also Halloween haben wir ja auch wieder im Studio 7, die Madhouse-Show. Da haben wir jetzt vom Park aus quasi nicht wirklich viel mit zu tun und ich auch gar nicht. Genau wie bei der Stunt-Show, die wir dieses Jahr neu eröffnet haben. Die wurde eigens konzipiert und da machen wir eine kleine Opening-Show. Da gehören wir so ein bisschen zu und bei der Magic-Show war das einfach so, die war fest. Die brauchten ein paar Leute von uns und dann gehen wir auch ganz normal als Darsteller damit rein. Und Halloween haben wir da auch so ein bisschen Freihand, dass wir uns selber was überlegen konnten. Natürlich muss es fürs 25-jährige Jubiläum auch mal ein bisschen was anderes sein als vielleicht früher. Genau. Ich glaube, ich habe auch nichts, was ich sagen will mehr. Vielen lieben Dank. Ja, ich danke euch.